Ja, sehr verehrte Absolventinnen und Absolventen, liebe Gäste, es ist mir eine besondere Ehre, jetzt zu Ihnen im Rahmen von dem Festvortrag zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte in diesem Vortrag die Lehrerperspektive zu dem heutigen Tag beitragen und so ein paar Wirkungszusammenhänge aufzeigen, von denen ich glaube, dass sie bedeutsam werden für Ihren weiteren Weg in den nächsten Jahren, weil es dort mit dem Begriff der Digitalisierung Herausforderungen gibt, mit denen wir umgehen müssen. Und die Kontexte sind folgendermaßen: die Digitalisierung, ich sagte es schon eben, und insbesondere die Digitalisierung der Bildungssysteme, die Rolle der Identität dabei und drittens, es muss ja immer einen Benefit haben, wie Sie, was Sie davon haben, was Sie qualifiziert, wenn Sie sich auf diesen gedanklichen Weg jetzt mitbegeben. Von diesen drei Kontexten wünsche ich mir, dass es Ihnen eine intellektuelle Wegzehrung sein wird, die auch gerne auch etwas nachwirken darf in den nächsten Jahren, denn soweit geht der Gedanke. Das Thema bezieht sich auf Ihre neue Rolle als Akademikerin und Akademiker. Meinen Vortrag überschreibe ich mit dem Thema das Soziale im Virtuellen. Und ich möchte zunächst den Begriff des Virtuellen umreißen, denn ja, ich bin relativ sicher, dass in den Abschlussarbeiten, die Sie in den letzten Monaten fertiggestellt haben, die sogenannten gesellschaftlichen Megatrends eine Rolle gespielt haben. Und sicherlich findet sich darunter auch die Digitalisierung der Marktsysteme, aber eben auch anderer Systeme wie kultureller Märkte im weitesten Sinn und damit auch die Digitalisierung der Bildungssysteme. Und das möchte ich heute fokussiert betrachten. Dieser Fokus ist für mich deswegen relevant, weil wir in diesen Jahren die ersten virtuellen Studiengänge in der großen Zahl, ich glaube 100, Absolventen verabschieden. Und deshalb ist diese Betrachtung, wie wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir leben, durchaus im Zusammenhang. Und unter anderem dieses Mal der erste Jahrgang, der Pionierjahrgang des ersten virtuellen Kurses, ganz zu Recht auf der ersten Reihe. Ja, dieser Kontext der Virtualisierung wird ganz oft mit der Disruption betitelt, also mit der schöpferischen Zerstörung. Und damit ist die grundsätzliche Umformung der Märkte gemeint. Marktsysteme nannte ich schon, aber eben auch kulturelle Kontexte, die sich mit der Digitalisierung verändern. Den Beginn machen ja stets die Massenmedien. An den Medien kann man solche Phänomene immer ganz zu Beginn ablesen. Und dem folgen dann andere Systeme, wie zum Beispiel das Bildungssystem. Und wir können aktuell an unserer Hochschule den Transfer der klassischen, traditionellen Fernhochschule zur zumindest teilvirtualisierten Einrichtung beobachten. Und da dieser Prozess im Gange ist, ist diese Transformation Gegenstand einer Begleitforschung. Und in dieses Projekt möchte ich jetzt mit Ihnen ein bisschen hineinschauen, um das Folgende, was ich daraus anschließe an Überlegungen zu stützen, sozusagen an der sozialen Praxis, die wir eben haben im Studiengang. Es geht also um eine qualitative Studie, die wir dort machen, die bezieht sich auf die virtuelle Lehre unter dem Titel Ästhetische Bildung in der virtuellen Lehre, also Ästhetik im Studiengang Grafikdesign, wo ich ja Dozent bin. Und überspitzt ausgedrückt und ein bisschen übertrieben ausgedrückt, heißt es aus Lehrerperspektive, uns interessiert, wie Sie das machen, wie Sie das gemacht haben, welche Veränderungen bei Ihnen eingetreten sind, welche Methoden Sie entwickelt haben. Und weil wir in der Tat immer wieder neu und regelmäßig beeindruckt sind, wie das alles funktioniert in diesen mehrfach
Belastungen. Wir haben ja, das wissen nicht alle im Grafikdesign, die abendlichen Tutorials immer um 8 und das ist schon nennenswert, dass diese Leistung an diesen Zeiten entsteht, an denen der Biorhythmus ja alles andere als optimal ist. Zurück zur Studie. Ich führe also dort eine ganze Reihe von tiefen Interviews durch mit einigen wenigen Probanden, die ich aber über die ganze Dauer des Studiums und auch darüber hinaus begleite. Und dabei ist die Forschungsfrage unter anderem, wie die Identität sich entwickelt, wie diese Identitätsbildung verläuft. Denn dieser Begriff der Gestalterpersönlichkeit ist natürlich spezifisch in unserem Studiengang relevant, aber es geht natürlich auch darüber hinaus, dass dieses Studium Sie als Person verändert und das ist natürlich ein Prozess, der in virtuellen Kontexten eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Wir sind also neugierig, wie Sie das alles schaffen und fürs Protokoll, Sie sind heute der Beweis dazu, dass es schaffbar und machbar ist. Zurück zur Studie. Das Forschungsdesign hat ganz verkürzt dargestellt drei zentrale Analysekategorien. Erstens die Kommunikation, das ist natürlich sehr naheliegend. Also wie lernen Sie, wie setzen Sie Kommunikationsmedien ein, welche Strukturen der Interaktion prägen sich aus. Das ist so das eine. Das Studienumfeld, dieses Spannungsverhältnis zwischen Familie, Beruf, Studium, ist hier die Kategorie, die da zum Thema wird. Und daraus resultierend die Identität, die sich daraus bildet, weil Sie im ersten Semester jemand anderer sind als im sechsten oder siebten Semester, wenn Sie dann das Studium abschließen. Und das ist Betrachtungsfeld. Und in der Gesamtsicht dieser drei Kategorien, diese Gesamtsicht kann man betiteln und bezeichnen als das Soziale im Virtuellen. Das ist ja auch der Vortragstitel. Und da drin steckt die relativ naheliegend und auch geläufige Idee, dass Lernprozesse im Kern soziale Prozesse sind und es um das Neue geht letzten Endes, weil es im Studium darum geht, nicht nur Wissen zu generieren, Wissen sich anzueignen und neue Erkenntnisse zu schaffen, weil es letzten Endes darum geht, das Neue zu schaffen. Und darum soll es gehen. Ich möchte es jetzt aber auch konkretisieren, damit Sie sich einen konkreteren Eindruck davon machen können, wie das läuft. Wir lesen es mal kurz zusammen, ein Zitat. Ja, hier wird die Gruppendynamik bemerkt, also das ist jetzt verbal jetzt transkribiert. Das liegt vor allem daran, dass die Erwartungshaltung vom Fernstudium sozusagen distanziert, wie es im Wortsinn steckt, vorgestellt wird und deckt sich auch mit vielen Äußerungen, anderen Äußerungen im ersten Studienjahr. Zum Selbstbild. Selbstbild und die intrinsische Suche nach dessen Veränderung, also das kann man ja schön rauslesen, also man weiß noch nicht was, aber irgendwo soll es hingehen, ist eine ganz wesentliche Nennung und natürlich wird das auch eingeleitet von der Überlegung mit dem formalen Abschluss, aber von der Motivation ausschlaggebend ist eben dieses innere Bild, das sich verändern will und das letzten Endes ist auch ausschlaggebend für den Lernerfolg. Deckt sich auch nicht zufällig mit Erkenntnissen aus der Bildungsforschung. Also wie ich zu meinem eigenen Identitätswechsel stehe, warum ich das machen will, ist ganz ausschlaggebend dafür, was sozusagen dabei auch bei rauskommt. Ein Kriterium ist auch das Studienumfeld. Und sicherlich können Sie es bestätigen und
können an der Stelle auch dankbar sein, dass es so war, dass die, dass das Wohlwollen ihres Umfeldes eine ganz wesentliche Rolle spielt, dass sie das konnten. Und auch das nächste Zitat unterstreicht es. Ja, wir machen ja im ersten Studienjahr viel darstellen, also Zeichnung, und da kann man sich das schön vorstellen, dass die Tochter daneben sitzt und mitarbeitet. Ja, und auf personaler Ebene ist das letzte Zitat. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Benefit, diese Heterogenität in den Studiengruppen, altersmäßig, vom beruflichen Hintergrund, was eben diese Auseinandersetzung mit einem gemacht hat im Laufe des Studiums. Das ist, denke ich, eine ganz wesentliche, ja, ein wesentlicher Nutzen, den unsere Heterogenität mit sich bringt. In diesem letzten O-Ton möchte ich zurückkommen auf die These, das Personsein in einer digitalen Gesellschaft. Dass das Mediennutzungsverhalten Auswirkungen hat, ist ja ganz unbestritten. Ich möchte nun über die Tatsache nachdenken, dass viele unserer Lernprozesse, und das betrifft ja nicht ausschließlich die virtuellen Studiengänge, sondern auch die Fernstudierenden, haben ja kommunikative und virtualisierte Prozesse. Ich möchte also die Tatsache betrachten, dass dieses Lernen und Arbeiten im virtuellen Rahmen stattfindet und etwas mit unserem Menschsein macht. Dazu zum nächsten Zitat. Zwischen den Zeilen und neben dem provokativen Ton steht die Frage, wie das Neue und wie das Wissen im Kontext digitaler Medien entstehen kann. Und das ist die gleiche Fragestellung, die ich im wissenschaftlichen Kontext aufgeworfen habe. Woher stammt das Neue? Es stammt von Personen. Es ist in einer digitalen Gesellschaft elementar, eine Person zu sein. Das klingt zunächst lapidar und auch irgendwie selbstverständlich und naheliegend, aber dieser humanistische Appell ist in der etwas plakativ betitelten digitalen Revolution die zentrale These. Wenn wir dieser historisierenden Metapher folgen, macht es im Rahmen einer Absolventenverabschiedung sicher Sinn zu fragen, welche Rolle Akademikerinnen und Akademiker in dieser, ein weiterer plakativer Begriff, digitalen Steinzeit haben können, haben sollen. Weil wir am Anfang von diesem Prozess der Digitalisierung stehen. Diese Überlegungen führten mich zum Informatiker und amerikanischen Autor Sharon Lanier, der als Erfinder der virtuellen Realität gilt, also diese komischen Brillen, die im Game Design ganz verbreitet sind, aber auch, denke ich, eine ganz wesentliche Technologie werden. Er ist als Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Stichwortgeber für diesen oben genannten humanistischen Appell. Er plädiert leidenschaftlich dafür, dass unsere Zukunft nicht in erster Linie technologisch und auch nicht kapitalistisch sein sollte, sondern humanistisch sein muss. Er schreibt, eine Person ist ein Suchen, ein Glaubenssprung. Unschwer ist dabei, die Spiritualität zu erkennen, die dem Denken des Silicon Valley typisch ist. Und diese beiden Gedanken möchte ich jetzt verknüpfen. Also die beiden Gedanken sind das Hervorbringen des Neuen und das Personsein. Hervorbringen des Neuen, einerseits wissenschaftlich und natürlich auch gestalterisch, aber es geht um das Neue und das Personsein auf der anderen Seite. Sie haben in Ihrer Abschlussarbeit auf allgemeiner Ebene etwas Neues geschaffen und darüber hinaus haben Sie sich in den letzten Jahren persönlich entwickelt. Sie haben sozusagen einen Sprung gemacht. Und dieses Neue, und jetzt spreche ich in meinem Grundberuf als Designer,
braucht diese Sprünge, diese im wissenschaftlichen Sinn die Lücken, wo es eben darum geht, das Neue mit einem Wagnis und mit einem Selbstvertrauen zu erreichen. Also es braucht Wagnis und Selbstvertrauen, dieses Neue herauszuarbeiten. Dazu braucht es eine Person. Und da schließe ich die These an, keine Angst vor der Komplexität, denn, wie macht man so einen Sprung? Man braucht Mut dazu. Also keine Angst ist der Appell, der sich gegen der Mut ist ja der Gegenbegriff von Angst. Und dieser Mut lässt uns als Person erkenntlich werden. Das ist ganz wesentlich. Immer wenn ich eine Idee habe und sage, das ist meine Idee, dann bin ich da in diesem Moment, in dieser Situation. Und das kommunikativ Entscheidende daran ist, dass diese Präsenz sich immer vermittelt. Also egal, welche Kanalreduktion es gibt, sei es unser Adobe Connect, sei es das Telefon, sei es irgendeine Technologie, die es in 5 oder 10 Jahren gibt, immer dann wird die Person da sein, weil sie sich zu erkennen gibt in diesem Sprung. Etwas, was es vorher so zwangsläufig in der logischen Konsequenz so nicht gab. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir in dieser Begleitforschung das Personale als ganz wesentlichen Parameter herausarbeiten und auch beobachten können. Wir können sagen, Menschen lernen und arbeiten am effektivsten mit Menschen, nicht mit Algorithmen und auch nicht mit Maschinen. Und der springende Punkt ist, das Neue stammt immer eben von den Personen. Nicht die zwangsläufige logische Folge, sondern eben, ich habe einen Sprung gewagt. Insofern möchte ich die Nutzung des Internets als Bildungsmedium, als humanistisches Projekt sehen wollen. Es hat Verbindungen zwischen uns hergestellt und es ist das soziale Umfeld, in dem systematisch Neues entsteht. Unsere Curricula sind dazu da, Neues zu entstehen zu lassen. Und es ist das Medium, das ist der Gegenstand der Forschung, in dem diese Persönlichkeitsbildung entsteht. Dann möchte ich einen letzten Konkretisierungsschritt machen und ich möchte Kriterien für das Neue vorschlagen. Und diese Kriterien für das Neue, meine Studierenden werden das auch zumindest im Grundgedanken kennen, denn es sind Kriterien, die wir an Grafikdesign-Produkte legen, die naturgemäß Neuschöpfungen sind. Zunächst, das ist auch eine gewertete Liste, die Leichtigkeit bewirkt, dass die Nutzer sich mit der Innovation, also überhaupt mit dem Neuen beschäftigen, wollen und können. Das ist ein ganz wesentlicher Zusammenhang, denn es geht da um die Aspekte des Zugangs, der Usability, der Inklusion. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich ganz nach vorne stellen möchte. Die Komplexität, das ist ein zweiter Punkt, der gegeben sein muss, dass die vorgeschlagene Lösung im Kontext des Gegebenen gerecht wird, dass es eben eine grundsätzliche, sorgfältige Überlegung hat. Und hier hat die aristotelische Logik, also die klassische wissenschaftliche Arbeit, ihren Platz und auch der wissenschaftliche Formalismus. Komplexität als zweites Kriterium. Dann möglicherweise ein bisschen fachspezifisch, aber dennoch wichtig, denke ich, die Konsistenz, faktische Richtigkeit und die Folgerichtigkeit der Ausarbeitung entscheidet, das ist auch so ein politischer Aspekt irgendwo, über die Akzeptanz der Lösung. Ich denke, das ist relativ leicht einzusehen. Bei uns sind es natürlich handwerkliche Kriterien auch. Das nächste Kriterium ist vermutlich auch unstrittig, wirtschaftsethisches Gedanke, dass es eben die Welt
dass das Neue die Welt, also zumindest nicht schlechter machen sollte, im besten Falle der Gesellschaft helfen sollte, eben besser zu werden. Und im fünften, da habe ich nicht mitgezählt, aber im letzten Kriterium ist es der Autor, mit dem sich auch der Kreis schließt. Es ist immer der Autor, der das Neue macht, das Neue hervorbringt, weil er eben, das ist die These, eine eigenständige Person ist. Ja, mit diesem Gedanken komme ich zum Schluss und wünsche Ihnen, dass diese Erfolgserlebnisse, die Sie hatten, die ich versucht habe jetzt einzuordnen, diese drei Ebenen, Sie in ihrer Identität zu dem machen, was sie heute sind, dass sie sich das vergegenwärtigen, was passiert ist die letzten Jahre. Deswegen eine Wegzehrung, das ist sicherlich keine Frage, die man sofort beantwortet und dann hinter sich lässt. Und ganz taktischer Hinweis, das wurde auch schon ganz oft gesagt, aber vielleicht sehen Sie es auch ein bisschen komplexer, dass sie diese Tatsache, dass sie sich gegen die oder in der sozialen Komplexität und in der fachlichen Komplexität sowieso zurechtgefunden haben, stellen Sie das ruhig raus. Nebenberufliches Studium ist eine ganz besondere Leistung. Und da komme ich, Thema Selbstvertrauen, auf einen Slogan. Sie wollen und Sie können. Das ist das Fazit daraus. Also ich habe ein Selbstbild, das ich verändern will. Und ich kann es auch verändern, deshalb sind Sie hier. Und daraus verdichte ich jetzt nochmal, keine Angst vor der Komplexität, keine Angst vor dem Neuen. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.